Hallo alle miteinander, ich hätte hier ein weiteres Päckchen von Stuffbringer. Insgesamt habe ich letzte Woche 3 Bestellungen aufgegeben und ja, ich würde sagen, dass wir das Päckchen direkt aufmachen. So. Wie bei den anderen Artikeln handelt es sich hierbei um eine Tasse. Besonders ist an der jedoch der Thermoeffekt und ich meine, genau hier hinten ist es nochmal besser abgebildet. Wenn man etwas Heißes hineingießt, ändert sich dann das Motiv bzw. wird dieses erstmal sichtbar. Na, wenn ich es aufkriege. Hilfe. So, jetzt aber. Ich finde es auch super schön, dass Van ebenfalls abgebildet ist. So. Und er ist als einziges klar zu sehen. Das finde ich schön. Ich freue mich. Dann hätte ich hier noch als nächstes Jimmy. Super knuffig. Erkennt man ja nur vage. Hier unten sieht man dann aber nochmal das Motiv der Tasse. Als letztes hätte ich hier nochmal Tata. Ich bin überglücklich, dass ich seine Tasse noch kaufen konnte. Er ist nämlich mein allerliebster Charakter. Der einzige, der ihm wahrscheinlich, für mich persönlich zumindest, noch Konkurrenz machen könnte, wäre Mang. Den besitze ich auch bereits. Mir fehlt als einziges bei dieser Serie, also bei diesen Tassen, Koya. Ich weiß beim besten Willen nicht, wieso Namjoons Figur als einziges, ja, vergriffen ist. Die kann ich weder online, geschweige denn in den Geschäften kaufen. Finde ich super, super schade, aber ich werde weiterhin die Augen offen halten. Bin auch sehr stur, um ehrlich zu sein. Von daher, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich sollte aufhören zu stänkern. Tut mir auch schrecklich leid. Ich hoffe, euch hat das Video trotz dessen gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.